Bibi Bach und Dietmar Schöner. Grüezi miteinander, guten Abend. Vielen Dank. Ich habe probiert, auf Dänisch herauszufinden, wie man das einigermaßen richtig sagt, eine anständige Begrüßung, Frau Bach. Ich habe es nicht angebracht. Nein, also nur weiter so reden, dann verstehe ich Bahnhof. Also, ja, Hochdeutsch. Also, guten Abend, Frau Bach. Ja, ich kann es schon. Ja, ich weiß, ich kann es eben nicht Dänisch, darum einigen wir uns auf Hochdeutsch. Ja. Dänemark ist ein wichtiges Stichwort bei Ihnen im Leben. Das war Geburtsort. Da bin ich so her. Kopenhagen. Ja. Und mein Vater war Bäckermeister. Ich kann sehr gute Brote backen. Ja, das haben Sie, glaube ich. Es gab drei Ausbildungen eigentlich. Und der erste war, glaube ich, Konditorei. Nee, ich war nicht ausgebildet. Nicht aber ausgebildet? Ich war also als Laie ausgebildet bei meinem Vater. Also ich kann sehr gut Brot backen. Und die erste Ausbildung war dann als Beruf Maskenbildnerin. Stimmt das? Das habe ich irgendwo gelesen. Alles falsch was. Es ist alles falsch was geschrieben. Schwachsinn. Total Schwachsinn. Total Schwachsinn. Ja. Also in dem Sie nicht, sondern es ging dann. Aber jetzt weiß ich, was kommt. Es kommt Gesangsausbildung, es kommt Tanz, Ballett schon, das Königskinderballett. Ja, da war ich 4 Jahre alt. Und dann auch in der Richtung weiter, also sehr bald mal Filme. Sehr viel und sehr bald Swingmusik, weil ich bin bei Sven Asmussen aufgenommen worden, als er seinen Orchester aufgegeben hat. Da hat er also seine ganze Orchester nicht liegen gelassen, aber die war da. Und da kam ich mit und da war ich 16 Jahre alt und da habe ich also Bei mir bist du schön und All of me und alle diesen schönen die alten Swing-Sachen. Ja. Swing-Sachen. Und dann kam der Weg zum Radio, über Radio dann Filme, eine große Anzahl in Dänemark und bald auch in Deutschland und dann auch Schallplatten. Jawohl, stimmt. Wir hören noch etwas davon heute. Wir hören dann noch etwas. Ich auch dreimal. Rosa wie ein Schnüffeli. Übrigens, ich behalte es noch schnell da oben. Die Jacinta Arnold aus Bürgle hat uns nämlich die Frage eingeschickt und kommt dafür ein Schnüffeli über. Mal schauen, wie es aussieht. Nein, nein, leider nicht. Leider nicht. Schwarz. Wer glaubt fast nicht? Ich habe noch nie einen schwarzen Eisbär gesehen. So ist es. Ausgewachsene Eisbären haben eine schwarze Haut. Junge Eisbären haben beige-rosanige Haut. Und damit haben wir wieder einmal nichts gefällt. Nein, nichts gefällt. Haut, Haut. Und damit ist wieder einmal bewiesen, nicht alles, was weiß außen dran ist, ist auch inwendig weiß. Auf dem Punktestand gibt es einen Punkt. Der hat Dietmar Schönherr, weil er gesagt hat, ich fange mal ein bisschen zurückhaltend an. Das ist der erste Punkt. Ich habe die ratlosen Gesichter gesehen, von den das weiß ja keiner. Das weiß ja keiner. Wir schauen noch eins erst nachher auf. Rätlet fröhlich drauf los. Ich sage mal Schaffhausen. Sie sagen mal Schaffhausen, Ostschweiz. So. Muss man ja gewisse Solidarität haben. Ich hänge mich an. Sie hängen sich an? Ja. Da kann man nichts falsch machen, es wurde schon gesagt, oder? Da hat man... Ich hänge mich an. Danke, Frau Bach. Ja, dann nehme ich etwas anderes. He? Zug. Sie nehmen Zug. Mit einer ganz einleuchtenden Begründung, ich nehme etwas anderes. Eine ganz interessante Frage, die uns da Frau Gertrud Pfister Schäublin eingeschickt hat. Aus Dietike, Frau Bach, auf was tippen Sie? Tasten. Tasten. Ja. Dankeschön. Ganz klar, der Tastsinn. Da kommt der Hinweis. Wegen all dem Duft kriegen wir auch kaum noch Luft und so husten wir uns durchs Leben. Es ist der Duft der großen Welt, der uns so in Atem hält. Dennoch lieben wir ihn so und so fallen wir auch hoch bis zum allerletzten Zug nach nirgendwo. Zwei Sachen sind dazu zu sagen. Das ist, glaube ich, ein Nichtraucher-Aschenbecher. Ist das richtig? Ja, es ist, damit man ein schlechtes Gewissen bekommt, wenn man raucht. Damit man alle Zigaretten zieht. Und zählen dann am Argen und sagen, um Himmels Willen, ich kann nicht ins Bett gehen vor lauter... Wenn man schneller läuft, früher alles natürlich viel besser gewesen. Auch schöner Text, auch wieder natürlich Bibi und Dietmar, die wir haben gehört. Das wäre der Hinweis. Ja. Sagen wir es so, Sachen, die man probiert, in eure heutige Zeit überzureden. Ich kann sie eigentlich sagen, Naturschutzgebiet. Wenn Sie das Gefühl haben, Ihre Partner kennen sich aus mit Naturschutzgebieten, dann ist, wie sagen Sie dem Ding, Schnüffeli?
Snüffel. Snüffeli, genau. Snüffel. Dann ein Snüffel oder Snüffeli auf den Tisch. Wunderbar. Ja, darf man schon. Ja, ja. Es gibt übrigens keinen Privatgrund, der mit dieser Tafel bezeichnet ist. Privat, ich könnte diese Tafel nicht haben, damit kein Missbrauch getrieben wird, sondern da braucht es also einen richtigen Schutzbeschluss. Und wir kommen nochmal zu einem Stück Natur. Sie finden es in einem Bild von der Vivi Bach. Und ich glaube, es ist noch erstaunlich, wie ähnlich das Traumpaar unser Signet mit dem Bild ist. Sie werden es gerade selber entdecken. Ein Bild schon vor einiger Zeit gemalt, da gab es noch lange kein Traumpaar. Sag mal, möchtest du mein Manager werden? Das muss man noch sagen. Die Bilder sind nicht verkäuflich. Sonst kriegen wir wieder Telefone und Briefe. Die hängen zu Hause und sind nicht verkäuflich. Ernst Zimmermann aus Rüschlicken hat sich mit der Natur befasst. Wir haben schon auch einmal gefragt, so links und rechts interessiert uns immer ein bisschen. Wir haben bei Windmühlen schon gefragt und im Straßenverkehr. Mehr sage ich nicht. Links und rechts in der Natur ist das Thema, wenn Sie Schnüffel in die Uhr nehmen, letzte Gelegenheit. Das schaut hinter. Wir haben Vivi Bach, Dietmar Schönherr mit 5, Beatrice Arnold, Josef Blaser mit 7 und an der Spitze Ursula Kradolfer, Ernst Kradolfer mit 12. Das ist die Ausgangslage für die zweite Runde. Ich darf Sie jetzt bitten, unsere Brille aufzusetzen. Ich darf Sie bitte das Schreibzeug führen. Wir kommen wieder zu diesen drei Geschichten. Zwei davon sind erfunden, eine Geschichte stimmt. Folgende Geschichte haben wir für Sie. Noch richtig. Vivi Bach, dürfen wir Sie bitten, die drei Geschichten, also der Fahrradfahrer von Paris nach Dakar oder in der Mitte der Rallyefahrer, dem der Blinddarm, das auch Vivi Bach genannt hat, gibt es einen Punkt, also für jeden von diesen drei Möglichkeiten. Was für drei Begriffe zum Wort Jugend kommen Ihnen in den Sinn? Naivität. Naivität. Unmittelbarkeit. Unmittelbarkeit. Hoffnung. Ja, Hoffnung war dabei. Die Jugend mit der Hoffnung verknüpft. Jetzt ein Spiel, wo es um Pärchenbildung geht. Sie sehen 6 Ausdrücke. Die kann man untereinander kombinieren. Computerbildschirm, Zeitung, Schreibmaschine, Stelleninserat, Energie- und Gehaltskontoauszug. Also ich muss das erwischen, was auch die Vivi erwischt hat. Dann gibt's Punkte. Aber Sie können auch ganz frei. Computerbildschirm, Zeitung. Gehaltskonto und Schreibmaschine. Tut mir leid, war keine. Wir haben noch eine Chance. Eine, und das Wort eine ist schon typisch, denn es geht um ein. Zusammengesetzte Wörter mit ein. Wir haben 6 Möglichkeiten. Ein Satz, ein Sicht, ein Fall, ein Blick, ein Druck und Einheit. Was ist das ein, das Sie sich aussuchen? Ein Fall. Ein Fall war ein guter Einfall, aber Sie werden sehen, die Einsicht von Vivi war halt in einer anderen Richtung. Hey, du alter Trottel! Silberner Hochzeitstag, so ist es doch. Macht ihr mal schön her. Ein Punkt und damit, jawohl, Eva Kradolfer. Gunnen mit 3 Punkten, knapp. Ehrenholi, 2. Darf ich Vivi Bach und Dietmar Schönherr bitten? Damit schicken wir etwas in die Stiftung. Es geht grün weg. Das ist symbolisch. Eine grüne Birne, Vivi und Dietmar. Also wir tauschen da immer grün aus untereinander. Eine grüne Birne. Ich drücke Ihnen den Daumen, dass es ein Haufen wird für die Stiftung. Wie sieht es aus? Es tönt sehr gut. Was? 200 Gramm, aber im Franken und Rappen ist nicht so viel. Aber wir schauen mal, vielleicht hat es dann noch nur mehr oder so. Kann ich aufstocken? Ja, ja, klar. Also, aber es gibt ja noch Silber in einer anderen Form. Nein, ich habe ihn gekauft. Ja. Sonst hätte er mir nie genommen. Ich war nämlich ein Produzent und wollte ihn haben. Und dann ging ich pleite und konnte ihm seine Gage nicht ausbezahlen. Und da habe ich zu ihm gesagt, dann nimm mich. Und das hat er dann getan. In Italien? Ja, 25 Jahre hat es gedauert. Und wir haben gerade Silberhochzeit gefeiert. Das haben Sie in Italien gekauft. Liefern
die Glückwünsche hinterher. Aber die Vivi hat einen Dokumentarfilm gemacht, das stimmt vollkommen, über den Professor Oskar Fritz Schuh. Und da durfte ich auch assistieren. Ja. Durfte assistieren. Wir fangen vielleicht auch da an. Ich habe eine Palme mitgebracht, die Friedenspalme für unsere Zuschauer. Raymond, Sie werden sie nachher bekommen. Ich darf sie während der Sendung als Glücksbringer noch bei mir behalten. Und nachher reden wir drüber. Frieden, ein schönes Stichwort. Wir gehen, wenn wir bei Ihnen zurückgehen, eigentlich fast in den Krieg. Innsbruck ist Geburtsort. Innsbruck ist Geburtsort. Und Sie waren, glaube ich, ungefähr 13, als der Krieg ausgebrochen ist. Ja, und dann war ich in Potsdam, im Herzen des Preußentums. Darum bin ich auch so pünktlich, komme immer zu früh. Dann kam Abitur. Dann kam Abitur, dann kam Militärdienst. Beinahe ein Architekturstudium. Richtig, und dann Film. Aber auch Dinge, von denen man eigentlich sonst nicht so weiß, zum Beispiel Hörspiele, da haben Sie Preise bekommen, Kinderbücher. Ich habe eins gemacht über einen Zigeunerkönig und das hat einen Preis bekommen in Bologna auf der Kinderbuchmesse. Habe eins gemacht über einen Feuerwehrmann und einen kleinen Jungen und also verschiedene Bücher geschrieben. Es gab Schallplatten, eigene Texte, eigene Lieder, also enorme Vielseitigkeit. Man geniert sich ein bisschen, was man alles im Laufe so eines Lebens alles gemacht hat. Es gibt dann aber auch Dinge, wo man sich wahrscheinlich weniger geniert, denn die sind aktuell und da weiß man, da steht man natürlich dazu. Zwei vielleicht, die wir ansprechen möchten. Das eine, ein Film, der im Moment in den Schweizer Kinos jetzt gerade sehr erfolgreich anläuft, Miracle. Eine österreichisch-schweizerische Koproduktion. Zum ersten Mal hat das funktioniert, dass diese beiden Staaten koproduzieren konnten. Der Regisseur sitzt hier im Publikum. Jawohl, Huber. Wir lassen ihn grüßen. Mit dem schwarzen Hut. Und eine Schauspielerin auch, die mitwirkt. Wir grüßen natürlich auch die Astrid Keller. Wir werden sie nachher dann auch in einem Ausschnitt sehen. Und das zweite aktuelle, aber das ist ja eigentlich schon ein bisschen länger aktuell, das ist Nicaragua natürlich. Das ist Nicaragua. Seit 6 Jahren reise ich dort mindestens.